So, heute geht es bei mir mal wieder um mein Steckenpferd und zwar das Thema Stock-Footage und warum du da nicht gleich aufgeben darfst und wie du dich da ein bisschen motivieren kannst, das will ich dir nach dem Intro verraten. Bis gleich, Feuer frei! Ich kenne das Gefühl, nur zu gut, dass man da sitzt und sich denkt, hey, jetzt habe ich da so viel Arbeit reingesteckt, was weiß ich, 150 Clips online und ich verkaufe einfach nichts. Und mir ging es tatsächlich am Anfang ganz genauso, dass ich, ja, ich glaube, so tatsächlich so 150 Clips online hatte und da ist 3-4 Monate nichts passiert und ich habe auch nichts mehr gemacht, weil ich mir dann so dachte, pff, ja gut, scheiß drauf, bringt eh nichts. Und auf einmal kam der erste Verkauf und dann dachte ich so, geil, das funktioniert ja doch irgendwie. Und dann habe ich weitergemacht und dann kam der nächste Verkauf und dann kam immer wieder mal so ein Verkauf und mittlerweile ist das so ein kleines, nettes Taschengeld. Das Ding ist, wie gesagt, ich kenne das nur zu gut, dass man am Anfang halt irgendwie so die Motivation dazu verliert, weiterzumachen, weil am Anfang nicht viel passiert. Jetzt ist aber Stock-Footage kein Sprint, sondern ein Marathon, wie man so schön sagt. Und man muss da halt einfach dranbleiben und Ausdauer beweisen. Und das ist tatsächlich schwierig, wenn man nicht wirklich gleich Resultate bekommt. Das kann ich komplett nachvollziehen. Und deswegen mal nochmal eine kurze Motivation an der Stelle, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen oder vielleicht auch nicht nur weiterzumachen, sondern zu starten mit Stock-Footage, weil ich denke, dass jeder die Möglichkeit hat, irgendwie aus Material, das es sowieso dreht vielleicht, weil du einen YouTube-Channel hast und da deine B-Roll dementsprechend geil aufbereitet ist oder sonst was, dann lad das doch einfach parallel dazu noch auf eine Stock-Footage-Seite hoch und schau, was passiert. Vielleicht verdienst du einfach ein bisschen nettes Taschengeld nebenbei. Was ja über Blackbox jetzt noch einfacher ist, wie wo ich das Ganze begonnen habe sozusagen, weil man halt nur noch auf eine Plattform alles hochladen und titeln und taggen muss und dann das Ganze an alle großen Plattformen zumindest gestreut wird. Was mega viel Arbeit abnimmt. Ich habe es damals tatsächlich halt noch auf Shutterstock, auf Pond5, auf Adobe Stock einzeln alles hochgeladen. Und das hat noch mehr Zeit in Anspruch genommen. Deswegen ist es mit Blackbox jetzt noch einfacher tatsächlich. Man darf nicht vergessen, die Qualität spielt eine ganz große Rolle bei Stock-Footage. Na, Qualitäts-Footage wird natürlich besser verkauft oder lieber gekauft, wie ich renne dumm mit meinem Handy durch die Gegend und mache irgendwelche komischen Clips. Das wird sich nicht verkaufen. Das braucht man auch gar nicht hochladen. Das ist Quatsch, das ist Zeitverschwendung. Stock-Footage ist eine langwierige Arbeit. Man darf nicht die Vorstellung haben, dass man da was hochlädt und morgen verdient man dickes Geld damit. So wird das nicht funktionieren. Dennoch finde ich es ein mega geiles Businessmodell, weil es skalierbar ist. Und zwar ist, trotz dass es natürlich auf Qualität ankommt, auch eine Frage der Quantität. Das heißt, je mehr Clips du raushaust, desto mehr Verkäufe wirst du am Ende auch machen. Na, wir rechnen jetzt einfach mal beispielsweise irgendwas durch. Meinetwegen, du hast 100 Clips online und verkaufst pro Monat einen Clip. Nur weil es jetzt mal einfach zu rechnen ist, ein Clip im Schnitt $30 Verdienst für dich. So, jetzt verkaufst du bei 100 Clips einen im Monat, dann verkaufst du vielleicht bei 1000 Clips 10 im Monat, was dann $300 im Monat sind. Und ich kann dir sagen, es ist ein geiles Gefühl, wenn du am Morgen aufwachst und nachts einfach eine E-Mail bekommen hast mit dein Clip wurde verkauft. Das ist geil, wenn du morgens aufwachst, startet der Tag schon ganz nice. Ja? Wenn du dann siehst, ja geil, wieder 30, 60, keine Ahnung wie viel Dollar verdient heute Nacht, wo ich geschlafen habe. Passives Einkommen, das ist der Gag dabei. Das zu passivem Einkommen aber auch immer Arbeit gehört, das vergessen viele Leute tatsächlich. Deswegen, Stock-Footage ist nichts, was man geschenkt bekommt. Man muss die Arbeit investieren, man muss die Zeit investieren und man muss sich auch im Klaren sein, dass es Zeit dauert, bis etwas passiert. Aber wenn, dann ist es passiv, weil man, wie gesagt, schläft und bekommt dann einfach Geld von Clips, die man irgendwann mal gedreht hat. Ja, das ist das Geile an Stock-Footage. Und deswegen will ich auch jetzt hier an der Stelle, wie gesagt, nochmal ein bisschen motivieren, weil ich weiß, wie es ist, wenn man anfängt oder angefangen hat und es passiert einfach nichts und dann lässt man es halt bleiben, weil, ach ja, passiert halt eh nichts. So, und an der Stelle jetzt natürlich auch nochmal eine kleine Werbung von meiner Seite aus. Wie ihr wisst, ich bin beim Stock-Footage ein bisschen engagierter, weil ich gemerkt habe, das ist so mein Steckenpferd
Und deswegen habe ich einen kleinen Online-Kurs erstellt und bei dem Online-Kurs, da zeige ich einfach meinen Workflow, wie man in nicht mal 30 Minuten seine Clips editieren, schneiden, hochladen, titeln, taggen und so weiter kann. Halt mein Workflow, wie ich das angehe, dass man halt nicht ewig rummacht, weil ich habe am Anfang halt auch ewig gebraucht und dann mit den Tags, wie suche ich die Tags raus und so weiter und so fort. Sondern einfach, wie kann ich loslegen, wie kann ich anfangen mit den Clips, die vielleicht auf meiner Festplatte vergammeln, wie kann ich die zu barem Geld umwandeln, indem ich die auf Stockfotage-Plattformen hochlade und wie kann ich das schnell machen. Deswegen schaut in die Beschreibung, da ist der Online-Kurs verlinkt, wenn es dich interessiert, dann schau doch da mal rein. So, an der Stelle Werbung zu Ende, das war der kleine Werbeblock. Und falls dir das Video jetzt gefallen hat, weil es dich motiviert hat, anzufangen oder weiterzumachen, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, lass mir noch ein Abo da, dann verpasst du auch in Zukunft keins meiner wichtigen Videos zum Thema Stock-Footage mehr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Barney. Hau rein. Ciao. Test, test, test. ASMR. Ja, ja, check, check. Test. Ha! Sind noch wach. So, jetzt brauche ich noch ein Thumbnail, oder? Was könnte man denn als Thumbnail? Gib nicht auf. Boah, vielleicht mache ich so einen Boxer oder sowas. Oder vielleicht kämpfe ich gegen so einen Boxer oder so. Gib nicht auf. Boah, ich kriege eine mit. Keine Ahnung. Vielleicht wird es auch was ganz anderes. Also, ciao.